Zwei Tage nach unserem Aufenthalt bei Didier und Romain fühlen wir uns plötzlich krank. Wir finden ein schönes Fleckchen im Wald und beschließen, hier erstmal für ein paar Tage zu bleiben und uns auszuruhen. Wir kochen super gesund und... Meine Haare werden jetzt geschnitten. Ich sehe aus wie ein Pilz. Wie fühlst du dich heute, Martin? Immer noch ein bisschen krank. Ich glaube besser. Und es macht Spaß, weiterzufahren. Es regnet in Strömen jetzt gerade nicht, aber hat es die ganze Zeit. Und wir haben hier einen Unterschlupf gefunden. In diesem Schuppen. Martin ist trocken. Wie geil, bitte. Gnocchi. Gnocchi mit Tomatensauce. Und Feta. Wir haben gestern Abend festgestellt, dass wir nicht alleine hier in diesem Schuppen sind. Ja. Creepy Animals und Flöhe. Ja. Und jetzt haben wir unser Essen hier aufgehängt. Am Balken. Nichts ist an unser Essen rangekommen. Famos. Grauer Himmel, wohin das Auge blickt. Und dahin geht's jetzt zum Pas de Pyrol. Vorhin hat mich jemand gewarnt. Echt? Dass es so geht. Lass uns weiter radeln. Weil eigentlich soll es heute den ganzen Tag regnen. Wo ist denn Platz für mich, um aufs Klo zu gehen? Da. Nein, 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 nein. Hier sieht schon eher nach Toilettenplatz aus, oder? Was sagst du dazu? Wir fahren jetzt auf den Pas de Pyrol. Ein Pass. Ein Pass. Ja, und wir hoffen, dass wir da drüber kommen. Ohne zu sterben. Ohne zu sterben. Let's do it. Let's do it, baby. Hug and go. Hug and go. Ich präsentiere Radfahrer-Gorillin Lilly. Mit steinernen Muskeln, wie ein russischer Rennradfahrer auf Steroiden, trampelt sie den Berg hoch. Martin hat gerade den Betrunkenheitstest gemacht. Ich bin nicht sicher, ob er bestanden hat oder durchgefallen. Je traîne après moi comme une valeur. C'est elle qui sait tout par cœur. 8,5% Steigung. Das ist eine Menge, verrate ich euch. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber 8,5% bedeutet 85 Meter auf einem Kilometer. Auf jeden Fall ist das ungefähr ein Drittel vom Eiffelturm. Stimmt das? Oder 80? Nein, warte, ein Viertel vom Eiffelturm. Und wir haben aber insgesamt jetzt schon mindestens das Doppelte vom Eiffelturm geschafft. Route barrée, mais pas pour les cyclistes. Baby, der Weg ist frei für dich. Ich werde das dann auf dem Pass, wie Lilly sagt, übernehmen. Alles wieder ordnungsgemäß. Und ich werde jetzt hier runterpinkeln. Das ist Schnee! Jesus Christus, Sohn der Maria und Sohn Gottes. Aber eigentlich eher bei Maria, weil die hat den ja erzogen und so. Wir sind auf dem Berg. Da oben ist er. Und jetzt fängt es an zu regnen. Okay, wir brauchen Unterschlupf. Draußen Regen. Regen, Regen, Blitz, Donner, Gewitter. Wir haben jetzt noch eine Garage gefunden, haben hier unser Zelt aufgeschlagen, wegen der Wärme und der Gemütlichkeit. Unsere Sachen trocknen und gleich werde ich etwas kochen. So viel hat es geregnet in den letzten Tagen. Da hinten ist ein Fußballplatz. Genau da, wo das viele Wasser ist. Hochwasserfluss! Goodbye!
Das hört einfach nicht auf mit dem Berg. Das hört einfach nicht auf. Die Pyrenäen sind ein Witz dagegen. Es regnet gerade. Wir sitzen unter einem Baum. Unser Zelt wird nass. Unser Essen kocht. Zeit zu trinken. Zeit zu trinken. Cheers. Google Maps Navigation. Ahu. Lilly, und ihr Stöckchen? Passt ihr durch? Ja, sieht gut aus. Alter, wie die da auf einem Haufen stehen. Ich habe in der Musik, oder? Ja. Ach, wie krass. Das ist Eurovelo 6, der Radweg, der uns jetzt nach da bis zum Rhein führt. Das ist der Kanal, dem wir folgen. Und untertunnelt ein anderer Kanal. Kann mir das jemand erklären? Wir beide queren den Fluss auf einem Kanal. Ist das nicht random? Wir haben ein Bananenblatt gefunden. Die Loire ist wunderschön. J'en ai tout un choix.